Eure Schwester wird euch auf einer Party immer vor so einem Typen beschützen. Eine kalte Dusche ist sehr erfrischend. Komm, wir gehen, Schwester. Er hat dich sowieso nicht verdient. Meine Schwester schläft so süß. Aber durch mein kleines Bad wird sich das ganz schnell ändern. Die Party war der Hammer. Ach nein, das Bett ist nass. Hab ich etwa? Das ist mir zuletzt passiert, als ich 3 Jahre alt war. Guten Morgen, Schwester. Was ist das für ein nasser Fleck? Oh Gott, und ich dachte, du bist erwachsen. Ich will mich mal entspannen. Am besten mit beruhigender Musik. Und ich brauche meine Schönheitsbehandlungen. Mehr brauche ich nicht. Beginnen wir mit der Operation Rote Schönheit. Alles steht bereit. Ziel gefunden. Und sie ahnt nichts. Ich habe alle Hindernisse überwunden. Ich bin am Ziel. Fügt Acrylfarbe zur Gesichtsmaske hinzu. Die Mission ist abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch warten. Ich liebe Gesichtsmasken. Meine Haut fühlt sich viel geschmeidiger an, nachdem ich sie benutzt habe. Ah, oh Mann, was ist das denn? Bin ich allergisch gegen die Maske? Oh nein, das ist Farbe. Meine Schwester fängt wohl wieder einen Streichkrieg an. Riecht das lecker. Dieser Kuchen ist für meinen Freund. Oh, da kommt er auch schon. Kannst du bitte noch Puderzucker raufstreuen? Na klar, Schwester. Ich hab den süßesten Zucker. Zitronensäure. Genial. Jetzt wird der Kuchen viel geschmackvoller. Und hier kommt das Paar. Ich hab dir einen leckeren Kuchen gebacken. Hier bitte. Du bekommst das beste Stück. Guten Appetit. Der Kuchen sieht echt lecker aus. Ihr wisst ja, dass Liebe durch den Magen geht. Oh, das ist ziemlich intensiv. Schmeckt's dir? Ich habe mir echt Mühe gegeben. Heiliger Kuchen, das ist Gift, kein Dessert. Kelly? Gute Nacht, Welt. Schläft meine Schwester schon? Sehr gut. Sie braucht doch noch eine schöne Nachtfrisur. Ich werde eine frische Eiweißmaske auf ihr Haar auftragen. Ich kann es kaum erwarten, ihren Blick zu sehen. Guten Morgen. Ach nein, was ist das denn? Woher kommt diese Freiheitsstatue? Ich glaube, ich weiß, wer mich umgestylt hat. Meine Schwester macht sich bereit für ein Date. Aber sie braucht noch was. Meine schöne Haarspange. Hier, nimm sie. Diese Spange wird ihr Glück bringen. Befestigt weiße Schokoladenstückchen an einer Haarspange. Verwendet flüssigen Süßwarenkleber.
und bestreicht die Schokolade noch mit essbarem Puder. Hey, toll! Steht dir echt gut! Willst du, dass ich deine Haare mache? Ich style sie mit einem Föhn. Du brauchst mehr Volumen. Und ich glätte dein Haar noch mit meiner Hand. Du siehst umwerfend aus, Schwester. Er wird dir garantiert nicht widerstehen können. Und hier ist mein zukünftiger Ehemann. Hey! Oh, da ist etwas in deinen Haaren. Ist das ein süßes Accessoire? Oh, ich muss mir was ausdenken. Diese neue Farbe steht mir doch gut. Es war die richtige Entscheidung, meine Haare zu färben. Und das Putzen kann warten. Jetzt habe ich bestimmt bunte Träume. Oh, mein Kissen bestimmt auch. Was für ein Albtraum. Hat ein Tintenfisch hier gebadet? Oder hat sich meine Schwester die Haare gefärbt und danach nicht sauber gemacht? Immer bleibt alles an mir hängen. Hey Kelly, aufräumen ist wohl ein Fremdwort für dich, oder? Du hast nicht nur deine Haare gefärbt, sondern auch das Handtuch und das Waschbecken. Und auch mein Kissen. Danke, echt. Kelly! 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 Oh, du bist wach. Sehr gut. Kannst du einen Kaffee zubereiten? Ich habe so einen Durst. Perfekt. Ich bin so gut darin, Leute rumzukommandieren. Kaffee? Klar, Schwester. Möchtest du noch was Süßes dazu? Wie wär's mit Cola? Das wird super süß sein. Gieß Cola in eine Teekanne. Hier ist ein Kaffee. Eine Tasse Kaffee am Morgen. Und was soll das sein? Da ist der Schaum drin. Ist das ein Cappuccino oder so? Oh, wie eklig! Kelly! Ich habe eine Nachricht von meinem Freund bekommen. Er wartet draußen auf mich. Beeil dich, mach dich fertig. Ich helfe dir. Hier ist dein Deo. Dafür sind Schwestern noch da. Reinigt eine leere Deo-Flasche und füllt Bohnen mit Tomatensauce ein. Bringt auch ein ausgedrucktes Etikett an. Sie ist drauf reingefallen. Jetzt riecht sie nach Bohnen. Ich muss nur noch abwarten. Was ist mit meinem Deo? Ein Bohnenduft? Oh, ich werde dir Bohnen geben, Schwester. Das Essen ist da. Na endlich. Komm rein, Mittagessen. Mr. Shrimp, vielen Dank für die Lieferung. Bye. Hier sind sie, meine besten Freunde. Hallo, Garnelen. Ich liebe dieses Gericht. Oh, ich habe die ganzen Garnelen aufgegessen und meine Schwester geht leer aus. Ich verwende einfach einen Garnelenersatz. Klebt die Kunstnägel aneinander, sodass sie sich überlappen. Klebt mehrere Kunstnägel so zusammen und schneidet sie ein. Die Nägel könnt ihr dann mit einer Garnelenfarbe bestreichen. Fügt eine Schicht Acrylpolitur hinzu. Und macht noch mehr Garnelen.
Garnelen aus Kunstnägeln sind perfekt für Vegetarier. Meine Schwester wird es lieben. Meine Nudeln sind endlich da. Irgendwie sieht es aus, als hätte jemand schon angefangen zu essen. Naja, ich esse es einfach. Meine Zähne. Sind diese Garnelen aus Plastik oder was? Können bitte alle falschen Garnelen aus meinem Mittagessen verschwinden? Ich werde nur die Nudeln essen. Wenn das Date nicht gut läuft, kann eure Schwester helfen. Sie muss nur die richtigen Accessoires tragen. Süße Wimpern werden ausreichen. Schneidet ein Stück von einer Süßigkeitenschnur ab. Entfernt die äußere Schicht. Schneidet die Süßigkeit ein, damit ihr Wimpern erhaltet. Jetzt sieht die Süßigkeit aus wie falsche Wimpern. Färbt sie mit einem schwarzen Lebensmittelmarker. Und legt die Wimpern in eine Schachtel. Noch nie war mein Date so öde. Oh, warum ist meine Schwester denn hier? Ich muss sie dem Kerl vorstellen. Ich glaube, deine Wimpern wollen wohl nicht bei dir bleiben. Ach, du meinst das? Das soll so sein. Das sind meine falschen Wimpern. Übrigens, die schmecken ziemlich gut. Tut mir leid, aber ich muss da mal los. Wow, danke, Schwester. Du hast mich echt gerettet. Ist es okay, wenn ich deine anderen Wimpern esse? Wie fandet ihr unsere Streiche? Schreibt uns, welchen Streich ihr ausprobiert und wie eure Schwester reagiert hat. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.